Arbeit bei der Bundeswehr, das gehört zu den härtesten Jobs der Welt. Der Wehrbeauftragte der Bundesregierung sagt warum. Die Materiallage bleibt dramatisch schlecht. An manchen Stellen ist sie noch schlechter geworden. So hat er das schon 2018 gesagt. Und zum Glück hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Das System der Mangelbewirtschaftung besteht in allen Bereichen fort. Ja gut, man sieht, ein zentraler Faktor in militärischen Fragen ist der Faktor Zeit. In der gleichen Zeit, in der beispielsweise Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, haben wir schon 1, 2, 3, 4 Verteidigungsminister verschlissen. Aber Nummer 5. Alright. Ursula von der Leyen, die stellt sich dem brettharten Kampf. Nein, nicht gegen die Russen, gegen die Bürokratie. Wir kämpfen hart dagegen an, um im Bild zu bleiben der Bundeswehr. Wir haben alleine seit meinem Amtsantritt die Zahl der Formulare um 25% reduziert. Und außerdem hat sie, um im Bild zu bleiben, hunderte von Beratern an die Front geschickt. Und zwar für 3-stellige Millionenbeträge pro Jahr. Meistens freihändig, also ohne Ausschreibung, ist aber nicht schlimm, weil... Bisher ist nicht belegbar, dass dadurch Schaden dem Steuerzahler oder der Steuerzahlerin entstanden ist. Der Bundesrechnungshof formuliert das so. Durch die nahezu in allen Fällen fehlenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen besteht das Risiko, dass die Beauftragungen durch die Bundeswehr unwirtschaftlich sind. Experten sprechen hier von einem sogenannten Schuss ins... Genau. Jetzt gibt's erstmal einen Untersuchungsausschuss. Und wenn der alle Fragen geklärt hat, dann kommt der Wehrbeauftragte der Bundesregierung hoffentlich auch wieder besser drauf. Ich würde gern berichten, es ist Frühling, alles wird neu. Aber die Wahrheit lautet, es ist immer noch Winter. Immerhin gibt es jetzt Pläne für den Frühling. Jetzt haben wir Pläne. Das ist doch schon mal ein Ansatz.